In diesem Beitrag aus unserem Atelier erfahren Sie, worauf es bei der Reinigung eines Gemäldes ankommt und worin der Unterschied zu einer Firnisabnahme besteht. Unser Gemälde ist mit den Jahren immer dunkler geworden. Können Sie dieses reinigen? Diese Frage wird von vielen Kunden gestellt. Im ersten Schritt prüfen wir, ob das Bild tatsächlich gereinigt werden muss oder ob der Firnis abgenommen werden soll. Während es beim Reinigen hauptsächlich um das Abnehmen von Schmutzauflagen, Ruß, Nikotin oder tierischen Ablagerungen geht, handelt es sich bei einem Schutzfirnis um einen farblosen Überzug. Dieser verleiht den Farben Tiefe und Brillanz und schützt das Gemälde vor Witterungseinflüssen wie Sonnenstrahlen, Temperaturschwankungen und Verschmutzungen. Da der Firnis farblos ist, beginnt er nach Jahren durch das Einwirken von Licht- und Umwelteinflüssen zu gilben und zu bräunen. Dies lässt das Gemälde dunkler werden. Mit einer professionellen Behandlung erhält das Bild seine ursprüngliche Farbigkeit zurück. Da bei einem Gemälde so gut wie alle Bestandteile natürlich sind, werden im besten Fall die Naturmaterialien Dammar oder Mastix verwendet. Diese Materialien sind reversibel, das heißt, sie können wieder vom Gemälde abgenommen werden. Leider werden heute auch oft Acrylate, sogenannte Malerlacke oder auch Leinöl verwendet. Dieser Firnis lässt sich nur sehr aufwendig oder im schlimmsten Fall gar nicht mehr lösen. Beim Leinöl kommt hinzu, dass es stark oxidiert und dann das Gemälde in kurzer Zeit dunkelbraun bis fast schwarz werden lässt. Eine Lösemittelprobe steht für einen erfahrenen Restaurator deshalb immer am Anfang der Bearbeitung eines Gemäldes. Danach kann er das Lösemittel individuell einstellen, um den Firnis zu entfernen und ohne dabei die Malerei zu gefährden. Dann geht es ans Werk. Oft ist an der Malschicht schon Farbe abgeplatzt oder sie steht schollenförmig auf. Um die Malschicht zu sichern und zu festigen, wird meist mit der Heizspachtel gearbeitet. Danach werden die Fehlstellen punktuell aufgekittet, um das Niveau auszugleichen und wieder eine gleichmäßige Ebene für die Malerei zu schaffen. Im nächsten Schritt wird ein Grundfirnis aufgetragen, um die Farben des Gemäldes anzufeuern, das heißt, sie wieder zum Leuchten zu bringen. Danach kann mit der Farbretusche begonnen werden, bevor der Schlussfirnis aufgetragen wird. Gemälde wieder für weitere Jahrzehnte konserviert und kann Ihr Zuhause verschönern. Ein Hinweis noch zum Ende des Beitrags, der uns sehr am Herzen liegt. Im Internet kursieren zum Thema Reinigung und Firnisabnahme allerlei Beiträge, wie man mit Hausmitteln ein Bild selbst restaurieren kann. Oft geben hier Laien Tipps, die zu großen Schäden oder zum Totalverlust ihres Gemäldes führen können. Zum Beispiel bei diesem Bild eines Kunden, das durch die falsche Behandlung wertlos wurde. Die Kosten einer Restaurierung würden dadurch den Wert des Gemäldes übersteigen. Wenden Sie sich besser zuerst an einen Fachmann, damit kein wertvolles Gemälde durch falschen Ehrgeiz und Selbstüberschätzung zerstört wird. Der Wert Ihres Gemäldes wird von der Qualität der Malerei und der Signatur bestimmt. Gerne beraten wir Sie über die Möglichkeiten, wie Ihre Schätze wieder in altem Glanz erstrahlen können. Schicken Sie uns einfach eine unverbindliche Anfrage. Den Link finden Sie unter dem Video. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.